besonderen Geschichten bei euch zum Thema Weihnachtsgeschenke? Also zu Weihnachten kann ich jetzt nicht sagen, aber Nikolaus, das ist ja wohl weihnachtlich genug. Und zwar, also ich hatte als Kind eine ziemliche Obsession mit Feigen, habe ich irgendwann im Frankreich Urlaub mal entwickelt. Also frische Feigen. Und ich habe mir zum Nikolaus Feigen gewünscht. Und ich habe dann Feigen bekommen, aber nur getrocknete. Und dann hatte ich total den Aussteiger, ich glaube ich war 8 oder so, und habe richtig rumgeheult, weil ich nur getrocknete Feigen bekommen habe und keine frischen. Und war ultra sauer auf diesen scheiß Nikolaus, der mir nur getrocknete Feigen gebracht hat. Wie kann er nur? Das war meine Geschichte. Nee, bei mir, ich hatte einen Weihnachten, da war ich 7, 8 Jahre, keine Ahnung, jünger vielleicht. Da hatte ich an Weihnachten total Fieber. Also ich habe auch nicht so viel mitgekriegt von Weihnachten und habe auch die Hälfte der Geschenke einfach nicht realisiert. Und am nächsten Morgen, dann habe ich die zweite, dann war quasi nochmal Weihnachten, weil dann habe ich die zweite Hälfte der Geschenke und dann so einen süßen kleinen Teddybär, den habe ich dann noch gesehen und dann noch ausgepackt. Und dann hatte ich zweimal Weihnachten. Mensch, jetzt habe ich sogar noch eine zweite Geschichte. Okay, Geschichte Nummer 1. Ich habe mal an Weihnachten, meine Eltern dachten sich, als ich ungefähr 4 Jahre alt war oder so, sie schenken mir jetzt so eine ganz tolle große Spielküche und haben sich voll gefreut, mir das zu schenken, dachten sich aber, naja, dieses Ding ist so groß, das packen wir jetzt nicht ein, das passt schon, das ist ja super toll, wir stellen das einfach so vor den Weihnachtsbaum. Und ich kam und habe mir das angeschaut und ich habe das nicht als Geschenk akzeptiert, weil es war nicht eingepackt und es ist egal, wie groß es ist und wenn es ein Haus ist, man muss es einpacken. Und es hat, glaube ich, wirklich 1,5 Jahre gedauert, bis ich dann mit dieser Spielküche gespielt habe. Und später habe ich mal noch ein Keyboard bekommen, da war dann eine Tischdecke und eine Schleife drüber, damit es eingepackt ist, weil meine Mama so traumatisiert war davon. Meine andere Geschichte, auf die du mich gebracht hast, war, da hatte ich mal eine Mittelohrentzündung an Weihnachten. Ich hatte immer viele Mittelohrentzündungen. Und da hatte ich ein Buch gekriegt, das hieß Hugo Hase wird Weihnachtsmann. Und das musste meine Mama mir dann die ganze Nacht an Weihnachten vorlesen. Und seitdem musste sie dann immer Hugo Hase wird Weihnachtsmann vorlesen, wenn ich Mittelohrentzündung hatte, auch wenn es mitten im Sommer war.